Ja, vielen Dank. Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Erfahrungsbericht zur Zielentfaltung der Festo AG. Wie Bernd schon gerade gesagt hat, geht es nicht um das Mutterkonzern, der in Esslinger oder in Stuttgart beheimatet ist, sondern es geht um den Produktionsstandort in Rohrbach im beschaulichen Saarland. Kurz nochmal zu meiner Person, ja, Markus Zwehr, mittlerweile nicht mehr Führungskraft an diesem Standort, sondern ich verantworte mittlerweile das Thema Project Office innerhalb der Variantenproduktion am Standort. Der Standort Rohrbach hat drei größere Produktionsbereiche, die Serienproduktion, Variantenproduktion und kundenspezifische Lösungen, und ich bin dort im Bereich der Variantenproduktion tätig. Hier nochmal einen kleinen Ausblick der Produktpalette. Die Variantenproduktion ist ein Bereich, der überwiegend in direkten Kundenauftrag seine Produkte am Markt vertreibt. Wir haben nur wenige Bestandteile von Lagerware. Der Bereich nimmt aber immer mehr zu, weil die Vertriebsorganisation immer schneller am Markt die Produkte etablieren möchte. Und von daher haben wir da so einen kleinen Wechsel. Aber wir reden immer noch über 90% des gesamten Volumens, das im direkten Kundenauftrag hergestellt wird. Ja, wie kamen wir überhaupt zu diesem Thema Zielentfaltung? Und es begann vom Prinzip her im Jahr 2016, als wir einen neuen Vorstand bekommen haben, der auch für die Produktionsstandorte weltweit verantwortlich war, der natürlich dann klassisch die Produktionsstandorte weltweit besucht hat. Und er kam dann zu der Entscheidung, in die Wertströme zu gehen. Aus der Thematik heraus, es geht um das Thema Erhöhen von Flexibilität, es geht um das Thema Anpassungen an Marktschwankungen, die wir immer wieder auch am Standort erleben müssen. Es geht um generell die Verbesserung der Lieferperformance und es geht auch um die Reduzierung von Herstellkosten. Und wie kam er da dazu? Er hat es vorher in einer vorherigen Funktion, in der er beschäftigt war, bei der Firma Rohde & Schwarz, denselben Ansatz gewählt und er hat dort diese positiven Erfahrungen kennengelernt. Und so kam er halt dann letztendlich auch nach seinem Besuch auf die Produktionsleiter zu und hat ihnen die schöne Aufgabe gegeben, organisiert euch zukünftig bitte in Wertströme. Und dazu hätte ich gern, dass 1% der Standortbelegschaft sich nur mit dem Thema Lean beschäftigt, weil er einfach überzeugt war davon, dass diese Methode auch für Festo die richtige ist. Ja, aber eine Veränderung der Organisation bedeutet auch zwangsläufig eine Veränderung der Zielableitung. Ja, der Standort hat sich dann entschieden, okay, nicht so nach dem Motto, man schaltet einfach mal den Schalter um und von heute auf morgen gehen wir halt jetzt mal in die Wertströme. Man hat sich dazu entschieden, dass aus den zwei Produktionsbereichen, Variantenproduktion und Serienproduktion, je zwei Pilotwertströme entstanden sind, um einfach sich in diese Methodik reinarbeiten zu können. Und so sind wir dann im Februar 2017 gestartet, mit der Unterstützung auch von Bernd Mittelhuber, der uns einfach mal in diese Philosophie Wertstromorganisation eingebunden hat, uns ja immer erklärt hat, weil der Wissensstand zu dem Thema Lean war bei uns extrem unterschiedlich groß. Was bedeutet das überhaupt, Wertstromorganisation? Was müssen wir dafür tun? Und um einfach die Transparenz auch dort zu bekommen, wo stehen wir denn Stand heute, wie ist denn unser Ist-Zustand, haben wir damit begonnen, dass wir zuerst mal eine Ist-Aufnahme des Pilot-Wertstroms für die Linearantriebe mal vollzogen haben, um einfach aus dieser Ist-Aufnahme einfach mal ableiten zu können, wo überhaupt die ganzen Schwächen in unserer Organisation für diese Produktpalette besteht. Aus dieser Ist-Aufnahme entstanden dann in Summe sehr viele Kaizen-Blitze, die wir dann zusammengefasst hatten zu 7 Teilprojekten, aus denen wir dann letztendlich auch unser Soll-Design abgeleitet hatten. Und im Mai 2017 waren wir dann mit der PQPR soweit, dass wir unsere Produktfamilien dementsprechend ermitteln konnten. Ja, dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt damit um? 7 Teilprojekte, das ein übergeordnetes Thema hat, nämlich diesen Bereich der Linearantriebe in einen Wertstrom zu etablieren. Ja, da kam uns die Idee, okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man macht klassisches Projektmanagement oder wir nutzen einfach die Erfahrung, die wir bis dato mit dem Thema Cutter gesammelt haben. Denn es war so, dass wir 2014 bereits mit Thilo Schwarz zusammengearbeitet hatten und begonnen hatten mit der Thematik der Problemlöseroutine. Und da kam einfach die Idee heraus zu sagen, okay, lasst uns doch dieses Projekt ganzheitlich auch mit der Cutter lösen und nicht im klassischen Projektmanagement. Die Vision war die Umsetzung dieses Pilotwertstroms. Wir hatten dementsprechend einen Ist-Zustand aus der Ist-Aufnahme dieses Wertstroms mit den dementsprechenden Teilprojekten. Und wir wollten den nächsten Zielzustand erarbeiten für jedes einzelne Teilprojekt.
Und hier war es im Nachgang eigentlich schon so, dass wir den ersten Berührungspunkt zu dem Thema Zielentfaltung hatten, weil wir hatten uns vorgenommen, dass immer das Ergebnis des Teilprojektes den Einfluss der Prozesskennzahl zu dem übergeordneten Wertstrom hat. Und so sind wir dann gestartet in 2017, aber noch mit einem selbsternannten Ziel, hat Bernd damals schon rausgelassen, -50% Reduzierung Durchlaufzeit. Sehr ambitioniert, aber einfach auch, um den nötigen Drive in dieses Thema reinzubekommen. Nur die Frage war natürlich letztendlich, wo geht denn die Reise in 2018 hin? Welche Ziele bekommt dieser Wertstrom oder müssen die Wertströme in 2018 denn bekommen, um letztendlich auch Einfluss zu nehmen zu den Zielen, die der gesamte Standort dementsprechend bekommt? Und so war es so, dass wir dann im September 2017 auf Ralf Winkler zugegangen sind und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn, in einer Wertstromorganisation Ziele ableiten zu können? Und so entstand halt der Kickoff mit Ralf Winkler und unserem Management-Team. Verschiedene sahen auch vielleicht Standortführungskreis dazu. Aber nur damit es klar ist, das sind in dem Moment die Werksleitung, das sind diese drei Produktionsbereiche mit ihren Vertretern, die ganzen Supportbereiche wie Qualität, Produktionssystem, Logistik, auch Werksingenieurin war dabei und die Kollege aus dem Personalwesen und auch aus dem Controlling. Und in dieser Gruppenarbeit sind wir dann zusammen mit Ralf an diese Thematik herangegangen und haben uns dann herangeführt, wie eine Zielableitung letztendlich bei uns am Standort funktionieren könnte. Klassisches Brainstorming, wie sehen die Visionen dazu aus, welche Ziele hat denn der Standort, der übergeordnet aus der Unternehmensziele heraus abgeleitet ist, und hatten dann angefangen, uns über das Thema T-Modell dementsprechend zu unterhalten. Wir konnten dann im Nachgang in verschiedenen Schleifen über die nächsten 2 bis 3 Monate verschiedene T-Modelle dann soweit mal erstellen in der Theorie, wie das dementsprechend aussehen könnte, über die dementsprechend verschiedenen Ebenen. Und die Ebene 1 in dem Moment, das ist bei uns dann halt der dementsprechende Werksleiter. Die Ebene 2 wären dann diese Bereichsleiter für diese 3 unterschiedlichen Produktionsbereiche. Die Ebene 3 ist dann der klassische Wertstrom. Und in diesem Fall, das ich heute mitgebracht habe, gibt es auch eine Ebene 4, da sind wir beim Teamleiter, weil da sind wir schon auf der Produktebene. Also noch eine Stufe tiefer als der Wertstrom an sich. Und dann inklusive der Supportbereiche haben wir dann versucht, die T-Modelle dahingehend so weit zu erstellen, um letztendlich von der Übergeordnung, von der Werksleitung her abgeleitet, die Ziele runterzubrechen bis auf die untere Ebene, bis auf den Shopfloor. Aber auch dann, und das ist der große Vorteil aus meiner Sicht, dadurch, dass es eine Gruppenarbeit war, war die Akzeptanz relativ hoch. Wir hatten sehr viel Zeit bis dato investiert in dieses Thema, mit allen Bereichen über diese dementsprechenden Ziele zu diskutieren. Was müssen wir erreichen und was ist der Stellhebel dazu? Mit welchem Prozess können wir denn dieses Ziel überhaupt positiv beeinträchtigen? Und letztendlich, was für Unterstützung brauche ich da dazu? Und deswegen war es unwahrscheinlich wichtig, dass auch die Supportbereiche dabei waren, um letztendlich diese Ziele, wie sie runtergebrochen wurden, auch dementsprechend zu akzeptieren. Ja, über die Folie möchte ich relativ schnell drüber gehen, weil das ist einfach nur mal ein Beispiel, wie letztendlich über diese 4 Ebenen die dementsprechenden T-Modelle aussehen können, mit unterschiedlichem Informationsstand aktuell, denn natürlich sind wir noch nicht fertig, wir sind auch hier noch in einer Lernschleife dran. Aber ich möchte es einfach mal erklären, wie ich sie persönlich auch sehe, an einem Beispiel der Liefertreue, wie ich die Liefertreue, die das Werk als Ziel hat, runterbrechen kann, bis auf die kleinste Ebene, bis auf die Shopfloor-Ebene. Und dann sind wir wieder auf der obersten Ebene, also auf der Ebene des Werksleiters, der als reines Ergebnis zu dem Thema Liefertreue Gesamtwert hat fürs Werk von 99%. Also für all die Produkte, die am Standort hergestellt werden, ist das die Kennzahl als reines Ergebnis. Sie sehen rechts und links jeweils immer die aktuellen Ist-Werte, die jetzt etwa 8 Tage alt sind. Also aktuell stehen wir dort bei 98%. Und der Prozess, der letztendlich dieses Ergebnis beeinflusst, das ist natürlich der Anteil der Variantenproduktion, und die wird dann halt gemessen in diesem Komplettprogramm. Und dieser Anteil sind 97%. Also die Variantenproduktion muss diese 97% erreichen, damit das die übergeordnete Ergebnis des Werkes mit 99% als Ziel überhaupt ermöglicht wäre. Wenn wir dann auf die nächste Ebene runtergehen, auf diese Variantenproduktion,
dann ist es so, und dann sehen Sie jetzt hier diese Verkettung, nämlich die Prozesskennzahl der oberen Ebene, der Ebene E1, wird zur Ergebniskennzahl der Ebene 2 und somit haben Sie diese Durchgängigkeit. Die Liefertreue, hier 1:1 zu übernehmen mit 97%, ist jetzt wieder ein reines klassisches Ergebnis. Und auch hier gibt es natürlich mehrere Prozesse, die Einfluss nehmen. Ein Beispiel ist das Thema Anzahl verfallener Fertigungsaufträge. Das ist eine Kennzahl bei uns, mit dem wir unter anderem die Liefertreue messen. Und der Anteil, um dieses Ziel zu erreichen, darf der gesamte Bereich der Variantenproduktion nicht mehr wie 120 verfallene Fertigungsaufträge letztendlich erfüllen. Alles, was besser ist, ist wunderbar. Alles, was schlechter ist, beeinträchtigt also negativ diese Kennzahl. Gehen wir eine Ebene nach unten, auf die Ebene 3, jetzt sind wir auf dem klassischen, auf dieser Wertstromebene, wird wieder die Prozesskennzahl der oberen Ebene zur Ergebniskennzahl der nächst unteren Ebene. Der Unterschied hier in dem Moment liegt jetzt darin, Sie sehen, dass die Variantenproduktion aus 4 Wertströmen besteht. Und jeder Wertstrom hat also einen prozentualen Anteil an diesem Ergebnis. Das hängt einfach mit dem Verkaufsvolumen zusammen. Da gibt es dann dementsprechende Umrechnungsschlüssel und somit bekommt dann jeder Wertstrom sein neues Ziel als Ergebniskennzahl. Was jetzt in diesem Fall, bei diesem sogenannten pneumatischen Wertstrom, 35 Stück wären. Also der Wertstrom an sich darf nicht mehr wie 35 verfallene Aufträge haben, damit er wiederum auf der nächsthöheren Ebene das Ergebnis dementsprechend positiv beeinflussen kann. Und wieder haben wir eine direkte Verkettung von der Ebene 2 zur Ebene 3. Auch hier wieder rechts und links die aktuellen Kennzahlen. In dem Beispiel, wie gesagt, gibt es auch noch eine vierte Ebene. Das ist jetzt auf der Produktebene. Das Produkt nennt sich jetzt DGC. Ist es so, die Anzahl verfallener Aufträge in dem Moment können wir beeinflussen, mit dem, unter anderem mit dem Prozess der Anlagenverfügbarkeit. Als einen. Es gibt natürlich noch viele andere, aber es ist jetzt mal ein Beispiel, wie man diese Kaskade nach unten führen kann. Und diese Anlagenverfügbarkeit geht jetzt wieder 1:1 nach unten auf diese Produktebene als reines Ergebnis. Wieder die Prozesskennzahl wird zur Ergebniskennzahl. Und wie kann man die Anlagenverfügbarkeit letztendlich beeinflussen als neue Prozesskennzahl? Das ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei Störungen, die in dem Fall nicht größer wie 30 Minuten liegen darf. Und somit haben Sie hier eine dementsprechende Verkettung über alle Ebenen, die eine Durchgängigkeit beinhaltet. Ich habe es eben schon gesagt, es waren immer das gesamte Managementteam des Standortes dabei, als auch immer die Beteiligten dieser zwei Pilotwertströme, was zu dem Thema Akzeptanz geführt hat. Beim Hosh & Kanri redet man dann immer von dem Thema Nemawashi, ja, weil es eine Gruppenarbeit war und weil man die Themen und die Ziele dementsprechend besprochen hat, auch kontrovers diskutiert hat, aber letztendlich gemeinsam verabschiedet hat. Das ist aus meiner Sicht einer von zwei großen Vorteilen in diesem Zielentfaltungsprozess. Ein zweiter großer Vorteil ist das Thema des Catchballs. Denn wir haben hier nun die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich dieses Ziel dementsprechend in der Variantenproduktion, als auch dann nachher auf der Wertstromebene oder auf der Produktebene erreichen möchte, dann brauche ich Unterstützung. Und in dem Moment brauche ich die Unterstützung der Instandhaltung, zu sagen, okay, wenn wir ein Problem auf der Produktebene haben, dass bei uns eine Maschine ausfällt, dann müsst ihr sicherstellen, dass sie innerhalb von 30 Minuten schon wieder läuft. Das heißt, sie entfalten das Ziel von der obersten Ebene ganz nach unten zum Shopfloor, haben aber die Möglichkeit wieder, um dieses Thema nach oben zu spiegeln, indem sie sagen, ich brauche hier die Unterstützung, ihr müsst mir dieses dann auch sicherstellen. Jetzt ist das mit Sicherheit nur ein Beispiel. Natürlich gibt es mehrere Faktoren, die letztendlich zur Liefertreue führen. Aber Sie können das auch an jedem anderen Beispiel festmachen, wenn Sie in das Thema Personal schauen. Ja, Sie brauchen, um dementsprechend Anlagenverfügbarkeit zu haben, auch immer qualifiziertes Personal. Denn Sie werden immer mal in die Situation kommen, dass unplanmäßig Mitarbeiter ausfallen. Und dann haben Sie dieselbe Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich eine gewisse Anzahl auf dieser Ebene an Mitarbeiter brauche, dann muss unser Personalwesen in der Lage sein, kurzfristig mir dieses Personal zur Verfügung zu stellen, damit ich meinen Einfluss auf diese übergeordnete Kennzahl auch geltend machen kann, auf der Shopfloor-Ebene. Ja?
Und so sehe ich den relativ großen Vorteil in diesem Prozess, wie man Ziele entfaltet. Man hat eine ganz klare Transparenz, man hat eine gemeinsame Verabschiedung von dieser Zielentfaltung und man hat, und das ist ja immer so die Schwierigkeit, wenn man in der Produktion unterwegs ist, es ist immer schön, es wären Ziele in der Regel, die werden auf Unternehmensebene, wäre die dementsprechend rausgegeben, dann brechen sie sich runter auf ein Produktionswerk, wunderbar, nach dem Motto, okay, das ist jetzt mein Ziel, jetzt vergebe ich diese Ziele und ihr alle guckt mal schön, wie er mit diesen Zielen klarkommt. Und man muss sich dann als Produktionsleiter dann immer die Frage stellen, okay, wo und wie habe ich jetzt denn konkret Einfluss? Und wie kann ich diesen Einfluss auch geltend machen, damit er letztendlich auch genau hier auch dementsprechend ankommt. Und in diesem Prozess, dieser Zielentfaltung, haben Sie genau diese Möglichkeit, dadurch, dass Sie, wie gesagt, diese gemeinsame Verabschiedung dementsprechend auch erarbeiten. Ja, das sind jetzt nochmal diese zwei großen Vorteile aus meiner Sicht, dieses Thema Newawashi und dieses Catchball-Prinzip, weil sie einfach sehr gute Möglichkeiten bilden, um letztendlich ein Ziel zu verabschieden, das letztendlich auch realistisch ist, um einhalten zu können, wo sie auch die Möglichkeit haben, dass sie auf der Shopfloor-Ebene an den richtigen Dingen arbeiten, die letztendlich auch dann wiederum für das übergeordnete Ziel auch den dementsprechenden Einfluss hat, weil es das äußerst Schlechteste wäre, dass Sie auf der Shopfloor-Ebene sich andere Kennzahlen nehmen, die letztendlich keinen Einfluss haben für das übergeordnete Werkziel. Und am Jahresende stellt man fest, warum haben wir denn das Ziel nicht erreicht? Weil die Durchgängigkeit nicht vorhanden war. Ja. Na, geht. Wo stehen wir heute zu diesem Thema? Ganz wichtig, und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir in so eine Entfaltung gehen, die zur Wertstromausrichtung passt, dann ist es natürlich so, dass Sie diese Messgrößen, die Sie sich setzen, auch messen können. Und da war bei uns relativ lang die Schwierigkeit, dass wir eine andere Struktur im Vorfeld hatten und uns jetzt im Laufe des Jahres erst aneignen müssten, okay, wenn wir diese Messpunkte haben wollen, dann müssen wir unsere Struktur im System dementsprechend anpassen. Zum einen ausgerichtet an diese Wertstromorganisation, zum anderen angelehnt an das Thema der Zielentfaltung. Ansonsten können Sie nämlich Ihren Erfolg nicht messen. Und das ist letztendlich die Transparenz, die Sie wiederum brauchen, um zu wissen, wo stehen Sie denn. Dann sind wir wieder bei dem klassischen Kata-Thema, ne? Ist-Zustand, wo stehe ich, um daraus ableiten zu können, was ist mein nächstes Ziel. Weil die Vision ist klar, das ist das Werksergebnis. Das möchten Sie auch dementsprechend beeinflussen. Ja, wie gesagt, wir stehen jetzt momentan auf der Ebene, wir sind guter Dinge, dass wir zumindest mal für die Ebene 3 und 4 die Voraussetzungen noch in diesem Jahr schaffen, diese Messpunkte auch im System so zu implementieren, damit wir auch diese notwendige Transparenz bekommen. Mit dem Ziel, dass wir auf jeden Fall in 2019 eine Zielentfaltung ableiten können. Natürlich wird es noch eine Zeit lang dauern, auch die Ebene 2 und die Ebene 1 dementsprechend ableiten zu können. Aber zumindest mal ist der Anfang dementsprechend geschafft. Und dann bin ich sehr positiv, wenn man es möchte, dann wird man es auch schaffen, auch dann in 2019 diese Messpunkte dementsprechend erarbeiten zu können. Ja, Fazit, ich habe es mal Fazit genannt aus meiner Sicht. Also wir sind jetzt, wie gesagt, seit September 2017 an dem Thema dran und wir mussten feststellen, wie bei allen Veränderungen, sie sind sehr zeitintensiv. Es ist auch kein Selbstläufer, das macht sich auch nicht von alleine. Und man muss sehr viele Schleifen drehen, um zum einen das Verständnis für dieses Thema der Zielentfaltung zu bekommen. Da hat Ralf Winkler mit Sicherheit sehr viel Herzschmerz investiert. Und man muss es auch dementsprechend wollen. Man muss sich die Ziele, die man setzt, die müssen messbar sein, damit sie diese notwendige Transparenz schaffen können. Wenn sie das aber schaffen, dann wird Ihnen relativ schnell klar, an welchen Stellschrauben Sie drehen müssen, damit Sie letztendlich Ihren Beitrag auf der Shopfloor-Ebene zu Ihrem Standortziel, zu Ihrem Unternehmensziel auch positiv beeinflussen können. Aber es ist halt auch ein Thema, wie gesagt, was sehr zeitintensiv ist, wo man sehr viel Zeit investieren muss, weil man ist relativ schnell in dieser Lernzone, in dieser unbekannten Zone, weil man noch nicht weiß, wie mache ich das denn. Wir wissen oftmals, was wir machen, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir es dann letzten Endes tun wollen.
Und dann ist es auch das Thema der Nachhaltigkeit, danach wirklich konsequent an dem Thema weiterzuarbeiten, um letztendlich eine Zielableitung ermöglichen zu können über alle Hierarchiestufen, die es letztendlich im Unternehmen gibt. Jetzt in diesem Beispiel waren es halt 4. Aber es ist dann deutlich einfacher und jeder kennt die Ziele, jeder hat ein gemeinsames Ziel und man läuft nicht unter Umständen in 2 komplett verschiedene Richtungen. Ja, das war mein persönlicher Erfahrungsbericht zu diesem Thema Zielentfaltung, wie ich ihn gesehen habe. Jetzt über die letzten 13 Monate war anfänglich als Produktionsleiter, auch teilweise auch Projektleiter dieser Wertstromorganisation und war relativ tief in diesem Thema auch mit drin und bin der festen Überzeugung, dass es ein wunderbares Medium ist, letztendlich Ziele ableiten zu können. Von daher vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt.